Willkommen zu Papers, Please Video Guide Form. Heute dreht es sich um das Ende 4 von 20. Das Ende 4 von 20 beginnt ganz früh eigentlich beim Tag 11 und endet beim Tag 15. Ist also eine längere Zeitspanne. Doch wir wollen mal bei Tag 11 einsteigen und uns von den Geschehnissen überraschen lassen. Tag 11. Hier geschieht nämlich Folgendes. Einmal mehr haben wir verschiedene Dinge, die wir durch den Tag erledigen. Sachen, die halt nicht stimmen. Zum Beispiel hier wird behauptet, er hätte eine Operation gehabt, der arme Kerl. Wobei, sie hat ihm offensichtlich gut getan. Doch am Ende vom Tag passiert noch was Erstaunliches. Während wir den hier ihn noch kurz über die Grenze lassen. Wenn er schon operiert wurde, dann darf er auch rüber. Schließlich hat es wirklich... Fingerabdrücke haben geklappt. Doch hier jetzt. A strange man brought money. Uncheck to burn it. Also wir haben Geld bekommen. Das sehen wir auch hier unten. Vom Essig-Geheimbund. $1000. Wir könnten die verbrennen. Was ich jetzt auch in diesem Fall jetzt mache. Denn diese $1000... kommen mir doch ein bisschen verdächtig vor. Der Vorteil ist, wenn ich es jetzt verbrenne, das werdet ihr gleich feststellen, kommen wir nämlich zum nächsten Tag. Der nächste Tag bringt, wie so oft, leider Überraschungen mit sich. Ihr könnt mal den Herr beobachten, der jetzt das Ende des Ganges erreicht. Oh, einmal mehr ein Anschlag. Nicht so positiv. Doch das Ende des Tages 12. Hier kommt's wieder. A strange man brought money again. Uncheck to burn it. Durch das ich jetzt am Tag davor das Geld verbrannt habe. So ist korrekt. Bekomme ich jetzt noch mehr Geld. $2000. Bei $2000 wird dann auch meine Grenzerseele schwach. Und ich nehme das Geld jetzt in diesem Fall an. Also ob ihr es jetzt im Tag 1 annimmt oder am Tag 2, macht wenig Unterschied. Wichtig ist einfach, ihr nehmt das Geld irgendwann an. Deshalb sind wir jetzt am Ende des Tag 13 angelangt. Und hier, the neighbors have reported your new wealth. The Ministry of Income has confiscated your saving pendings investigations. Also die Nachbarn haben uns angeschwärzt und unser Geld wurde einbezogen. Und wir stehen jetzt daran, untersucht zu werden. Deshalb am Tag 14 kommen wir einmal mehr an Grenzposten. Während wir ja jetzt zu Hause kein Geld mehr haben. Ja, so schnell ist der ganze Reichtum wieder weg. Tag 14 bringt einiges mit sich. Wir haben ja diese Namenstafel noch vom Geheimbund, der uns ja auch diese $2000 gegeben hat, die wir ja im Moment auch schon wieder verloren haben. Deshalb Tag 14 lassen wir wieder die Geschehnisse einfach ihre Wirkung entfalten. Hier zum Beispiel geht es darum, die Verbrecherdatei hat drei Gesichter, die drei schwersten Jungs in der aktuellen Kriminallage als Büter. Und jetzt geht es darum, die ab und zu verhaften als Beispiel. Oder in diesem Fall hier sieht er aus dem ersten Blick alles gut aus. Dementsprechend der hier darf jetzt über die Grenze. Doch der nächste Kunde wird schon wieder interessant für uns. Wir haben ja den Geheimbund. Und hier tritt er einmal mehr in Aktion. Der kommt jetzt nur, weil wir das Geld angenommen haben. Sagt jetzt auch, dass der Agent heute kommt. Und wenn wir den Agent reinlassen, würde der unsere Probleme lösen. Später am Tag kommt die Dame auch. Wir sehen jetzt die Stephanie. Stephanie Greer. Und
Euch ist sicherlich schon aufgefallen, dass ich ein bisschen Probleme habe mit dieser Tafel. Nee, das meine ich gar nicht. Vielleicht ist es euch tatsächlich schon aufgefallen. Ansonsten, hier, das Foto stimmt ja nicht überein. Deshalb, als vorsichtiger Grenzbeamter, lasse ich das untersuchen. Ich tue jetzt mal so, als hätte ich nicht in Erinnerung, dass ich sie ja über die Grenze lassen müsste. Überprüfe die Fingerabdrücke, die stimmen aber nicht überein. Und dumm wie ich bin, lasse ich sie auch abschleppen. Oder korrekt wie ich bin. Aber wenn ich ja korrekt wäre, hätte ich das Bestechungsgeld nicht angenommen. Nehmen wir einfach mal an, es wäre so gewesen, dass ich jetzt einfach vergessen hätte, dass das zum Geheimpunkt gehört. Die Auswirkungen dessen merken wir jetzt am Tag 15. Also aufgrund dessen, dass wir sie jetzt abgelehnt haben, passiert am Tag 15 nämlich nachfolgendes. Wir eilen einmal mehr zu unserem Grenzposten, denken uns nichts Böses und wir haben Besuch. Also Ihnen ist jetzt tatsächlich aufgefallen, dass es da Unterschiede gab. The Ministry of Income has discovered an anomaly in your earnings. Also es ist Ihnen aufgefallen, dass jetzt eben in unseren Geldverhältnissen was nicht stimmt. You are under arrest pending a full audit of your recent activities. Einmal mehr wird meine Aktivität untersucht. Your family will likewise be held for questioning. Und die Familie wird eingesperrt, um sich für Befragungen bereit zu halten. The border will remain open and... Also die Grenze bleibt wie immer offen. Und... nicht so positiv. Ende 4 von 20 erreicht. Nach 1,5 Stunden. Mein Berufsleben wieder einmal beendet. Wieder einmal überhaupt nichts erreicht. Nicht mal das Ende. Also dieses Ende kann man verhindern. Eben indem man zum Beispiel das Geld verbrennt. Als Beispiel. An beiden Tagen. Oder indem man die betreffende Person, diese Stephanie, die über die Grenze lässt. Wenn man sie über die Grenze lässt, hat man den Vorteil, dass man zwar weiterspielen kann, doch das ganze Geld, das man bis dahin angespart hat, geht weg. Also man beginnt tatsächlich wieder bei Null. Das heißt, in dem Sinne, verbrennt das Geld am besten, wenn ihr dieses Ende nicht erreichen wollt. Einfach verbrennen. So, das wäre...